Große Rinderherden beherrschen das Bild in der Lewitz. Sie sind der Beginn einer spezialisierten Fersenaufzucht. Schon ab 1975 wollen die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter in diesem Gebiet jährlich 10.000 tragende Fersen produzieren. Die effektive Nutzung dieser modernen Aufzuchtanlage mit einer Kapazität von 5.000 Tieren verlangt ein straff organisiertes System der wissenschaftlichen Planung und Leitung. Die Durchsetzung der Prinzipien der sozialistischen Betriebswirtschaft, eine gute Organisation und schnelle Information, die exakte Kontrolle der Produktion, geringste Kosten und hohe Produktivität bieten die Voraussetzung für ausgezeichnete Produktionsergebnisse. Die Facharbeiter und Lehrlinge, die im Zwei-Schicht-System die Tiere betreuen, unternehmen große Anstrengungen, dieses hohe Ziel zu erreichen. Selbstverständlich dürfen Unbefugte die Anlage nicht betreten. Nur durch diese Tür führt der Weg ins Innere der Anlage. Duschen ist Pflicht, und zwar für jeden, der zu den Tieren muss. Auch die desinfizierte Kleidung sowie die ärztliche Betreuung des Pflegepersonals gehören zu den Hygienemaßnahmen, die bei einer konzentrierten Tierproduktion unbedingt einzuhalten sind. Die Tiere fühlen sich wohl. Sauber und ruhig sind die 1350 Kälber in der Stalleinheit 1. Die ersten Monate werden sie in der Kälberaufzuchtanlage in Groß-Larsch betreut, die ihrerseits die Tiere aus den umliegenden landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Gütern erhält. Vier Kooperationsgemeinschaften mit 14 landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und einem volkseigenen Gut sowie 11 weitere landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und ein volkseigenes Gut liefern auf der Grundlage langfristiger vertraglicher Beziehungen 3.200 Kälber pro Jahr kontinuierlich an. Diese von hochwertigen Elterntieren abstammenden Kälber müssen 6 Monate alt und von den Tierärzten auf ihre Gesundheit geprüft, also gesund sein, bevor sie die Kollegen in der Lewitz übernehmen. Hier in der Stalleinheit 1, der Kinderstube, werden die Kälber in Buchten mit 36 Liegeplätzen gehalten. Die Tiere merken schon bald, dass sie auf den Gummimatten in den Boxen wärmer liegen als auf dem Spaltenboden. Die hohe Bestandskonzentration gibt auch die Voraussetzung für die Einführung einer hocheffektiven Technologie. Das Kernstück der Anlage ist die zentrale Schaltstation. Ähnlich wie beim zentralen Nervensystem werden von hier aus, wo der Mensch vor allem Kontrollfunktionen ausübt, die Prozesse der Temperaturregelung und Fütterung gesteuert. Die Bereitstellung der Futtermengen für einen derartig konzentrierten Tierbestand setzt eine gute Organisation in der Futterproduktion, hohe und stabile Erträge voraus. Die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter in der Lewitz haben dazu feste kooperative Beziehungen in der Pflanzenproduktion entwickelt.
80 Dezitonnen pro Hektar Heuwert werden zurzeit durch den turnusmäßigen Umbruch und durch die Neuansaat von ertragreichen Gräsern geerntet. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Versorgung der 5000 Jungrinder die ca. 700.000 Dezitonnen Grünmasse, einschließlich Futterreserven und Weide benötigen, gesichert. Täglich sind rund 225 Hänger bei 4 Tonnen Lademasse je Hänger abzufahren und die Grünmasse einzusilieren. Ein den Anforderungen entsprechendes Wegenetz von ca. 25 Kilometer Länge gewährleistet den schnellen Transport der großen Futtermengen. Von den ca. 110 Erntetagen, die jährlich zur Verfügung stehen, werden etwa 50 benötigt, um die 2 Silos der Anlage zu füllen. 150 Meter lang ist die Annahmemulde. Ununterbrochen können mehrere Fahrzeuge hier gleichzeitig das Grüngut abkippen. Mit dem Portalkran, dessen Greifer ca. 2 bis 3 Tonnen fasst, werden nacheinander die 5 Kammern dieses Silos beschickt. Jede der 5 Kammern fasst ca. 4500 Tonnen. Bei einer Schichtleistung von 900 Tonnen wird eine Kammer in 5 Tagen gefüllt. Auch bei der Entnahme des Futters erfolgt die Beschickung des Stapelbehälters mit dem Portalkran. Der tägliche Futterbedarf beträgt ca. 130 Tonnen. Über die außen liegende überdachte Bandstraße wird das Futter dann den Aufbereitungsbehältern in der Futterzentrale zugeführt. Die Kollegin in der Zentrale steuert den gesamten Ablauf des Futtertransportes bis zum Fressplatz der Tiere. Das industriell hergestellte Mischfutter wird in den Kraftfuttersilos gelagert. An Kraftfutter in Form von Pellets werden einschließlich Mineralstoffen täglich bis ca. 5 Tonnen benötigt. Mittels der Aufbereitungsbehälter kann das Futter in 13 verschiedenen Stufen dosiert auf die Hauptfutterbänder befördert werden. Auch das Kraftfutter und die Mineralstoffe werden über Förderschnecken bzw. Dosierer dem Grundfutter beigefügt. Die Hauptfutterbänder transportieren das Futter über eine Länge von 126 Meter in die 4 Stalleinheiten, wobei über das linke Band die Stalleinheit 3 und 4 und über das rechte Band die Stalleinheit 1 und 2 beschickt werden. Über ein Querförderband in jeder Stalleinheit gelangt das Futter durch den Abwurftrichter auf das jeweilige Krippenband von 96 Meter Länge. In knapp 11 Minuten können somit, da gleichzeitig 2 Krippenbänder beschickt werden, rund 360 Tiere mit Futter versorgt werden. Für die Fütterung aller Tiere werden bei einer veranschlagten Fresszeit von 90 Minuten 12 Stunden reine Futterzeit benötigt. Sehen wir uns den Umtrieb bei der Fütterung genau an. Das Tier-Fressplatz-Verhältnis beträgt 4 zu 1. Das bedeutet, dass 4 Tiergruppen nacheinander an einem Fressplatz das Futter aufnehmen. Zum Fressen wird der Tiergruppe A der gesamte Krippenabschnitt mit 36 Plätzen zur Futteraufnahme freigegeben. Nach erfolgter Futteraufnahme wird die Tiergruppe in ihre Bucht getrieben.
Nach erneuter Beschickung der Krippe kann jetzt die Gruppe B fressen. Im weiteren Rhythmus wechseln die Gruppen C und D. In der Variante 2 sind alle Buchten geöffnet und jeder Gruppe stehen demzufolge nur anteilmäßig Fressplätze zu. Dabei erfolgt die Beschickung der Bänder bis zur Sättigung aller Tiere. Zur Säuberung wird das Krippenband zurückgefahren. Die Kratzerkette befördert das Restfutter auf einen Hänger. In der Stalleinheit 3 werden die Tiere zum Teil auf Vollspaltenbooten in Gruppenlaufbuchten gehalten. Mit der Kombination von Teil- und Vollspaltenbooten sollen gesicherte Aussagen über verschiedene Haltungsmöglichkeiten unter industriemäßigen Produktionsmethoden gewonnen werden. Die Gruppengröße schwankt hier zwischen 28 und 36 Tieren. Obwohl der Spaltenboden nur einmal im Jahr während der Weideperiode gereinigt und desinfiziert wird, sind die Tiere auffallend sauber. Die Entmistung erfolgt in der gesamten Stallanlage durch ein Güllekanalsystem nach dem Schwerkraftprinzip. Über Kanalstufen fließt die Gülle zum niedrigsten Punkt. Pumpen befördern die Gülle in Behälter. Nach der Homogenisierung wird sie mit 10 Tonnen Güllewagen ausgebracht. Durch die automatische Fütterung und die Entmistung nach dem Schwerkraftprinzip entfällt damit für das Stallpersonal die schwere körperliche Arbeit und sie können die Tiere intensiver pflegen und betreuen. Während der Besamungstechniker in der Stalleinheit 3 die Besamung vorbereitet und durchführt, im Durchschnitt werden täglich etwa 20 Tiere mit hochwertigem Sperma besamt, wird in der Stalleinheit 1 vom Assistenten des Tierarztes die Impfung der Tiere vorbereitet. Mit der Impfpistole können stündlich etwa 200 Tiere geimpft werden. Vorteilhaft ist hier, wie bei der Besamung, das Fressfanggitter. Damit können die Tiere, individuell oder in Gruppen, festgelegt werden. Von den übrigen Tieren getrennt stehen die erkrankten Fersen unter der besonderen Obhut des Pflegepersonals. Vielseitig und interessant sind die Aufgaben für das Pflegepersonal, doch hören wir, was sie selbst über ihren verantwortungsvollen Beruf zu berichten haben. Interessant. Die Weideperiode beginnt für die Altersgruppe 2 und 3 Anfang Mai und dauert bis Oktober, während die Altersgruppe 1 auch in dieser Zeit in der Anlage verbleibt. Jeweils 500 bis 600 Tiere bilden eine Herde. Über Triftwege werden die Tiere in das in sich abgeschlossene Weidegebiet getrieben, das auch nach veterinärhygienischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird. Der Austrieb aller Tiere dauert etwa eine Woche. Entsprechend dem Futterbedarf der Tiere werden von den Kollegen täglich zweimal Portionen abgesteckt. Sie wachen auch über das Wohlbefinden der Tiere während der gesamten Weideperiode. Der Verkauf der 6 bis 7 Monate tragenden Fersen ist immer ein Höhepunkt. Während sie im Winter aus der Stalleinheit 4 in den Verkaufsraum geführt und dort dem Käufer vorgestellt werden,
der Verkaufsraum liegt mit im Kompaktbau, findet der Verkauf der Tiere im Sommer direkt auf der Weide statt. Wir richten uns hier einen Besamungskomplex ein und dahin. Durch die hohe Konzentration des Tierbestandes in dieser Anlage ist es möglich, dem Käufer größere Gruppen tragender Fersen mit einheitlicher Abkalbezeit anzubieten. Die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter der Kooperationsgemeinschaft Lewitz haben mit Unterstützung der Wissenschaftler, Projektanten und mit den Bau- und Montagearbeitern unter Führung der Partei der Arbeiterklasse in echter sozialistischer Gemeinschaftsarbeit den Beschluss des 10. Deutschen Bauernkongresses über den schrittweisen Aufbau industriemäßiger Produktionsanlagen in die Tat umgesetzt. Sie haben damit ein Beispiel geschaffen, wie in kurzer Zeit von der Forschung über die Projektierung und den Bau bis zur effektiven Nutzung solcher Anlagen die Beschlüsse von Partei und Regierung erfüllt werden können. Durch volle Ausschöpfung des genetischen Leistungspotenzials der Tiere wird eine frühe Zuchtreife erreicht und eine kontinuierliche Bereitstellung von gesunden, tragenden Fersen zur Sicherung einer hohen Milchproduktion gewährleistet. Durch die kooperative Zusammenarbeit der an der Nutzung der Anlage beteiligten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Güter und durch die exakte Anwendung der sozialistischen Betriebswirtschaft wird eine hohe Produktion bei geringsten Kosten gesichert. Die in der Anlage beschäftigten Kolleginnen und Kollegen leisten durch ihre gute Arbeit ihren konkreten Beitrag zur weiteren allseitigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik.